Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, dass wir das doch zusammen machen, weil es werden mehrere Sachen jetzt vermutlich gleichzeitig passieren. Das heißt, wir bauen das Gebäude auf, die neue Struktur des Gebäudes. Wir werden eventuell anfangen, das Sägewerk anzufangen. Das kann gleichzeitig passieren. Wir werden die Räume ja umbauen. Das wird auch auf jeden Fall einigermaßen gleichzeitig passieren. Ja, und das muss dann für mich dann doch mit rein. Und also machen wir es auch so. So, ich hau jetzt als erstes mal den Bereich hier weg, der jetzt ausgefüllt werden muss. Hab mir auch schon ein paar Steinchen geholt. Machen wir jetzt erst mal. Ja, yeah, genau, machen wir jetzt. Ja! Mich ärgern. Und das so weg. Also es wird halt immer jetzt beides passieren. Wie gesagt, das Gebäude wird jetzt halt komplett umgemodelt, umgebaut. Das wird jetzt komplett meine nächste Zeit verschlingen. Wie gesagt, dann habe ich auf jeden Fall schon mal das Sägewerk im Kopf. Das wird dann auch loslegen. Wir werden die Küche, das ist auf jeden Fall auch noch, was ich in dieser Folge machen will. Die Küche soll auf jeden Fall einen ersten Umbau bekommen. Das heißt, da zieht dann etwas Technik ein. Ja, weil wir wieder auch Technik mit rein bauen wollen. Mein Problem ist auch, das hier ist ziemlich schnell, was ich hochziehen muss. Denn die Gebäude, die, also HV, was ja momentan damit drin ist, muss raus. Der EBF wird so lang wie möglich da drin stehen bleiben, weil wenn ich einen EBF umziehe, dann zieht er gleich rüber. So, jetzt haben wir hier schon mal 2, 3, 4, 5. Ja, mein Problem ist jetzt gerade, er ist auch 5, ne? Ja, genau. Fall mal so rein, dass du nicht mehr rauskommst, du Honk. Okay, also das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin nämlich beim Überlegen gewesen. Gehst mal auf, danke. Ja, wie ihr seht, die Tür hat jetzt schon Funktion. Und zwar innen und außen. Ich vermute mal, dass genau alles im Weg sein wird, was wir am Anfang brauchen werden. Das wird zu göttlich. Ja, wie gesagt, EBF soll so lang wie möglich hier stehen bleiben. Wenn ich merken sollte, dass es nicht mehr anders geht, dann wird er hinterziehen. Und dann wird er auch gleich noch einen zweiten EBF-Kollegen dann dazu kriegen. Ja, das meine ich jetzt damit, dass sich hier sehr viel ändert. So, ich packe mal meine Scaffolds aus, weil wir müssen hier immer wieder hoch. Genau. So, aber noch was anderes. Und zwar, ich habe mir überlegt, momentan habe ich hier eine Viererhöhe innen. Das heißt, ich habe nicht viel Platz. Ich bin beim Überlegen, mache ich eine Fünferhöhe innen. Das heißt, das Gebäude wird einen höher. Und ich habe mich gerade dazu entschlossen, ja, 3, 4, 5, 6. So, auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auch 4. Alles weg. So, jetzt muss ich noch gucken. Nee, aber das muss auch weg. Das hätte es nicht mehr weggemusst, aber ist egal, kann man ja wieder setzen.
Muss ich da mal schnell drunter gucken? Ja. Ist natürlich doof. Das heißt, es muss doch wieder weg. Was falsch ist. Hat kein Mensch gesehen, aber ich hab's gewusst. Kennen wir ja das Spiel von mir, ne? So, das heißt, der Zaun muss jetzt demnächst auch noch umziehen. Das Lustige ist, der Pfosten stimmt ja. Und der Pfosten ist falsch. Und so viel zu, das kann stehen bleiben. Das ist dann genau in der Tür. Haha. Hammer. Findest du lustig? Bin ich? Die schon. So, das heißt, der Zaun wird dann auch komplett umgeswitcht. Was dann an die neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. Achso, das ist jetzt natürlich der falsche. Habe ich hier noch aus Versehen so eine Treppe drin? Stufe, Slab, whatever. Danke. So, können wir hier noch mal raus. Und hüpfen wir nach oben. Wenn es dann ganz blöd läuft. Kann es passieren, dass sich alle Zäune ändern müssen, weil ich dann mir eine neue Strategie ausdenke, wie ich es mache. Wird man sehen. Wird man sehen. So, okay. Also, das heißt, das haben wir schon mal. Das heißt, das muss auch noch weg. Heißt, meine Scaffolds kann ich schon mal wieder einpacken. Kann ich die jetzt nämlich nehmen und einfach eine nach drüben setzen, dann ist das schon mal wieder weg. Brauche ja Platz. Ich kann mir mal aber schnell eine Kiste rausholen. Eine Chest. Wieder dunkel. In diese Chest kommt dann bitte rein, alles, was ich momentan nicht so brauche. Da rein. Ja, das war so. Okay, dann heißt es dann hier Treppe. Treppe und Slap Slap. Muss mal schnell hier gucken. Na klar. Haben wir das wieder. Versteckte Tür. So, aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehrere Sachen. Und zwar als allererstes brauche ich eine Säge. Und eine Säge, ich werde keine Microblocks-Säge machen, die keine gute Durability hat. Also wird mindestens da eine Diamond Sword raus. Und dafür brauche ich jetzt zwei Diamantplatten, Hammer und Pfeile. Zwei Diamantplatten, Hammer und Pfeile. WTF?
Nein, Pfeile und Hammer. Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Alles klar, hab ich. So, dann brauchen wir jetzt als nächstes Steel Rods und zwei Sticks. Sticks. Drei Steel Rods. Kommst dahin. 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 Und ich habe eine Diamond Saw von Microblocks. Das heißt, wir werden mit den ersten Microblocks anfangen. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Block. Und du wirst jetzt geschnitten. So, bitteschön. Auf klein. So, weil ich möchte jetzt hier einfach haben, dass jetzt hier schon mal etwas moderneres Licht reinkommt. Ich hätte zwar die gerne etwas kleiner. Sozusagen, man könnte ja auch in Microblocks, ne, diesen inneren Bereich machen. Es gibt halt nur keine Scheiben davon, was schade ist. So, außen würden. Nein, ich empfange momentan keinen Besuch, das tut mir leid. Die Umbaumaßnahmen müssen leider ohne euch stattfinden. Und Monster haften für die eigene Sicherheit. So, okay, dann die Säge auch gleich noch weg. Habe ich da jetzt gerade jemanden langrennen laufen sehen? Hab ich. So, wir gehen wieder auf Build. Danke. So, dann heißt es jetzt gleich als erstes für mich, ich muss auf jeden Fall auch hier die Sicherheit hochfahren. Dass da keiner zu Schaden kommt. Vor allem nicht ich. Dann brauche ich bitte noch mal das und das. Mach vielleicht Decken, also Glasdecken rein diesmal. Kommt halt darauf an, wie ich das Gebäude erweitere. Ich weiß es noch nicht. So, aber wir haben ja gesagt, wir möchten das auf jeden Fall höher machen. Das heißt, das hier ist jetzt schon mal der aktuelle Stand. Ja, und dann gehst jetzt du auf jeden Fall auch mal rüber. Weil wie gesagt, das Erste, was stehen muss, ist das Dach. Das haben wir ja gelernt. Das ist der Wahnsinn, wie schnell das Zeug arbeitet wird. So, machen wir mal gleich nochmal einen. Mal, danke. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, nee, also ich möchte ja, ich möchte ja diesen. Uah, aua. Oder fast aua? Ich glaube, das war ein aua. Oh, nicht schlecht. So, okay. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir weiterhin Kisten und so weiter und so fort im Eingangsbereich haben werden, die wir dann irgendwo hintragen können zum Entleeren. Eventuell irgendwann mal ganz, 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 ganz in der Zukunft werden wir das noch verändern. Also, dass das dann nicht mehr getragen werden muss, sondern dass das halt automatisch passiert.
Aber sehe ich halt momentan noch nicht. So, okay, ich bin hier, weil ich, genau, ich wollte von denen da hinten zwei Stacks haben. Hoffe, dass das reicht. Weil ich diese Blöcke für schön empfunden habe. Also wird das jetzt sozusagen mein Bereich sein, wo das Dach drauf kommt. Es könnte sogar so sein, dass ich das oben so baue, dass das vielleicht sogar über das Dach ein bisschen drüber guckt. Weiß ich noch nicht genau. Ich habe da so halb was im Kopf schon. So, das muss ich auf jeden Fall auch noch zumachen. Ja, entlang. Das Schöne ist, wenn es dann meine zwei Mitgefährten auf den Server kommen sollten und ich bin mit dem Umbau noch nicht fertig, wird es witzig, weil die finden die Tür nicht. Falls ihr versteckt dahinter ist. Die werden dann irgendwie drüber hüpfen, wie ich sie kenne. So, okay. Also, das heißt, wir haben jetzt schon mal das da. Dann hätte ich gesagt, mache ich mir als nächstes auf jeden Fall schon mal in dem Bereich soweit zu. Dass ich mir hier keine Sorgen machen muss. So, ich bin schon wieder beim Überlegen, ob ich wieder Glas rein klemm. Dass da drin auch noch ein bisschen Helligkeit ist. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich mache jetzt nur einen Kletter hoch, dass man es besser sieht. Wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich mache jetzt nur einen Bereich, wo ich jetzt sage, ich bleibe in der Mitte und gehe da ein bisschen drüber. Ja, das ist jetzt das, was ich ja vorhin so im Kopf hatte. Und mache dann hier oben drauf ein Stockwerk. Das dann halt, ja, sagen wir mal, drei Blöcke da reingeht und drei Blöcke da reingeht. Dann wäre es natürlich interessant, dass ich sage, okay, ich habe dann oben einfach nur einen kleinen, was heißt kleinen Raum? Ich habe dann einen Raum, wo ich mein Crafting-Zeug halt mache. Und könnte halt dann hier in dieser Halle selber drin anfangen, mir die noch Oberlicht reinzumachen. Also indem, dass ich dann da Glas reinsetze, bräuchte ich seitlich keine Fenster. Aber ich möchte ja auch Kisten und so weiter hinmachen. Nein, also ich muss hier zumachen. Es tut mir leid, ich muss da dicht machen. Also wenn, dann kommt wirklich. Und das verfestigt sich bei mir gerade so richtig schön im Kopf, dass ich mit Oberlichtern arbeiten will dieses Mal. Das heißt, ich hätte tagsüber halt auch die ganze Zeit immer Licht herin. Bräuchte vielleicht weniger Lampen. So, dann heißt es jetzt, wir haben jetzt schon mal den Bereich fertig. Und diesen Bereich nicht fertig. Ja, auch komplett in die falsche Richtung. Teilweise in die falsche Richtung. Das ist richtig. Also das heißt, der bleibt. Das heißt, den kann ich sogar weiterziehen. Danke. Das heißt aber, du kommst auf jeden Fall schon mal weg. Und jetzt bitte Regen. Bitte jetzt. Weil ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass es in Minecraft so viel geregnet hat wie momentan. Die wissen ganz genau, dass ich jetzt am GT-Haus erstmal arbeite und dass die es nicht mögen mit Wasser.
darum sehr viel Wasser. Die ganze Zeit. Von oben. Von unten wäre es ein Wasserschaden. Brauche ich nicht. Ja. Das ist Gott sei Dank nicht drin. Das wäre schlimm. Muss die Rohre warten. Weil sie kaputt gehen könnten. Und da könnte Wasser auslaufen. Ja. Nein, ich möchte jemanden nicht auf dumme Gedanken bringen. Hör weg. Das heißt jetzt, wir haben jetzt schon mal den Bereich soweit fertig. Genau, ich wollte die Steine holen. Darum bin ich dahinter gerannt. Gelaufen. Gerannt. Rennen tue ich immer noch nicht. Es ist, glaube ich, so eine Floskel, die wo man sich hier abgewöhnt. Und dann macht man das auch die ganze Zeit nicht. Es ist ja auch das Lustige. Ich habe ja immer mit, seit ich halt GT spiele, habe ich aufgehört zu rennen. So, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal 2 Stacks vom Stein dabei, vom Quarried Stone. Ich kann nicht mal sagen, ob es reicht. Heißt, ich mache zuerst die Decke hin. Und wenn die Decke dort ist, da, dann wird die untere drunter abgerissen. Und vor allem, das sagt mir auch gleich, ich habe jetzt 2 Stacks dabei. Wie weit ich sich komme. Auf 64 Stück. Schöne ist, ich brauche jetzt dann auch schon mal die Streifen. Weil wie gesagt, das wird ja auch eine meiner Lichtquellen. Ja, ach nee, ich habe Optifine wieder raus. Das heißt, ich hoffe, dass wenn das ein Bloodmoon ist, dass ich den auch sehe. Nicht, dass der Optifine jetzt irgendwas im Hintergrund demoliert hat. Na komm, ja, noch einer. Und natürlich genau in der Position, wo ich überhaupt nicht hinkomme. So, die Öfen sind durch. Das heißt, ich nehme das auf jeden Fall mit. Ich brauche so viel von dem Zeug, wie es geht. Weil, wie gesagt, Halle muss stehen. Dann kann ich anfangen, vorne weiterzumachen. Und ich habe ja auch noch das kleine, aber feine Problem dann. Kommt da natürlich noch nicht rein. Klar. Aber ich kann. Machen wir hier einen Durchbruch. So, haben wir mal schnell weg. Muss ja weitergehen. Das Schlimme ist auch, aber ich habe gesagt, den einen Supertank habe ich, damit ich die restlichen Supertanks umstellen kann. Das wird witzig. Das weiß ich jetzt schon. Das Schöne ist jetzt dann auch, ich muss jetzt dann erstmal. Momentan transferieren wir ja den Strom. Rauf.
Also von MV zu HV. Was ich ja in der Energieverarbeitung ja auch mache. Bin halt gerade beim Überlegen, ob ich schon mal anfange, den Strom dann auch drüben herzustellen. Dass wir da halt ja auf der sicheren Seite sind, dass mir da nichts mehr passieren kann. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall erst einmal das da und ich brauche meine Säge. Das heißt, ich habe jetzt 12 Stück. Und das ist einfach nur welche Optik. Und so wird es dann irgendwann überall mal aussehen. So, dann kommst du noch daher. Ich könnte es jetzt sogar noch kleiner machen. Ich könnte jetzt sogar hingehen und nur die Pünktchen machen. Das würde sogar reichen. So, das heißt jetzt aber... Kommst dahin. Hast 2, 4, 6 offen. 2, 4, 6 offen. Dahin. Kommst dahin. Und ich hoffe, dass das reicht vom Beleuchten her. So, das heißt, wir haben schon mal diese Glowstrings Strips weg. Und wie gesagt, dann werden auch es werden dann auch weniger Fackeln. Ich bin mir nicht sicher, ob die Fackeln auch FPS-Drops machen. Vor allem, wenn man da 3.722 Stück aufgebaut hat, was wir ja mittlerweile haben. Und wie gesagt, dann irgendwann werden ja nur noch die Häuser beleuchtet. Es werden dann außen. Und da ist halt momentan auch mein Denken dran, wie ich das aufbauen könnte mit einer Lampe. Ohne 1000 Glowstone zu brauchen, weil, wie gesagt, momentan Glowstone-Produktion haben wir momentan nicht. Ich weiß, dass es eine Pflanze dafür gibt. Die hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Es gibt eine Biene. Genau, es gibt die Glowflower. Das heißt, die wird auf jeden Fall angepflanzt, dass sie sich vermehrt. In der Distillery könnte ich Gunpowder und Blaze Powder zu Glowstone umwandeln. Das wäre möglich, weil das ist beides über Mobs herstellbar. Ja, und alles andere geht nicht. Kann ich noch schauen, ob ich Molten Glowstone irgendwie herstellen kann. Glowshroom, okay. Alles, was Glow ist, kann im Extractor, okay, zu Glowstone Dust umgearbeitet werden. Also das heißt, ich brauche auf jeden Fall, also neben meinem Bienenhaus kommt eine vernünftige Gärtnerei hin, weil ich diese Blumen dann brauche. Die dann angepflanzt werden müssen, die halt auch auf Feldern aufgebaut werden. Ich bin begeistert. Immer mehr Sachen, die wir brauchen. So, aber auf jeden Fall ist jetzt hier schon mal ein Dach drauf. Das heißt, ich habe jetzt dann schon mal hier auf jeden Fall meine Möglichkeiten, hier was zu machen. So, jetzt habe ich ja 2, 4, 6, 8. Ich habe ja gesagt, ich möchte es eigentlich hier haben. Das heißt, Dirt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dirt. Das heißt, dass ich hier reinkomme, ist sogar schon mal korrekt. Dann können wir das schon mal alles rausklopfen. Werden wir gleich wieder brauchen.
So, das ist mir egal. Noch. So, Cobblestone. Und weg, danke. Und ich brauche dich. Weil hier ein Weg rein soll. So, ich möchte. Ja, jetzt muss ich natürlich nachdenken, wie ich das mit den Maschinen machen will. In diesen Raum. Ich habe ja mein. Das Problem, was ich jetzt gerade habe. Also, wenn ich es jetzt hierhin mache. Habe ich natürlich das kleine, aber feine Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wasseranschluss brauche oder so weiter und so fort, müsste ich jetzt woanders herkommen und müsste zum Beispiel von oben rein, könnte aber bei der Maschine nicht mehr woanders raus. Das steht jetzt für mich heißen, wir machen, das ist schon mal hier falsch dann. Das heißt, du kommst hier hin. Dann habe ich jetzt Cobblestone bis Dark Panel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann habe ich hier auf jeden Fall auch nochmal einen. Und ich muss anders denken. Ich muss dreidimensional diesmal denken und nicht nur eindimensional oder zweidimensional oder wie auch immer. Weil momentan gehe ich ja einfach nur der Wand entlang, was natürlich, Entschuldigung, Schwachsinn ist. So, dann haben wir das hier auch. Dann gehst du hier auch entlang. Dann habe ich hier auch nochmal mit Dark Panel. Dark Panel wird dann sozusagen der Stein für mich, den ich zum Aufbau der Maschine nutze. Und ich kann ja jetzt sozusagen mit dem Hammer. Diesen Bereich hier mal abreißen. Weil schon die Decke ja drüber ist. Perfekt. So. Passt, ich habe jetzt schon mal alles soweit aufgesammelt. Cobblestone bis Dark Panel, passt. So, das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, hier würden sogar nur 6 Maschinen hinkommen. So, und hier ist jetzt halt das, wo ich jetzt halt mehrfach plan. Ich würde sagen, normalerweise muss der Raum bis hierhin reichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann hätte ich gesagt, dann mache ich meinetwegen jetzt nochmal den Fußboden rein, aber da kommt jetzt diesmal aber ein Steinfußboden hin. Das hier muss noch mal raus. Ich brauche noch mal Stein. Und nicht normaler Stein, sondern natürlich der Stone Panel. Da brauche ich natürlich eine Zweierreihe vor den Maschinen. Eine Zweierreihe muss sein, weil ich möchte natürlich auch ein bisschen Platz haben. Und das Schöne ist, ich könnte hier sogar dann noch eine Maschine mehr hinmachen. So, und dann hätte ich aber hier nochmal Platz. So, und es sind jetzt 2, 4, 6. Das wären sogar 12 Maschinen. Ich könnte jetzt natürlich dann auch noch hingehen und sagen, okay, ich baue hier einen 16er hin.
Oder ich gehe hin und mache es jetzt zum Beispiel so. Ich plane es jetzt erstmal so. Machen wir es mal konkret. So, das heißt, ich habe jetzt hier sozusagen dann hier Battery. Dann habe ich meinen Weg. Hier 6, 7. Dann könnte ich. Nein. Ich werde dann an dieser Seite noch eine Maschine mit hinplanen. Und vielleicht sogar noch eine. Das heißt also, die Maschine ist halt nicht, ja, die sind sowieso nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt, weil dafür gibt es dann andere Bereiche. So, dann habe ich jetzt dann den, das ist der falsche, danke. Danke fürs Gespräch. Ich brauche bitte den. So. Das heißt, ich würde dann hier in diesen Bereich übergehen oder hier in diesen Bereich übergehen. Das heißt, das hier, das wird dann mein Bereich sein, wo ich HV habe. Ist doch mal nett, oder? Netter kleiner Bereich. So, wir haben ja alle schon überdacht bis hierhin. Das heißt, ich kann schon mal das hier alles einreißen. Bodenplatten sind sowieso falsch. Alles weg. Denn ich brauche ja meinen zweiten Bereich, das ist MV, und MV kommt richtig hierhin. Und dadurch, dass ich einen Raum habe, der identisch auf der anderen Seite ist, könnte ich sozusagen auch hingehen. Nein, ich werde diesen Raum so lassen, wie er ist. Bin gerade beim Überlegen, ob ich diesen Raum nicht einfach jetzt dann spiegel und dann da auch nochmal so aufbaue. Hätte den Vorteil, dass ich jetzt sagen kann, okay, da kommt es zum Beispiel dann schon die nächste Stufe in IV, oder ich glaube IV ist das nächste, oder EV. Auf jeden Fall da, die dann der nächste Maschinenpark hinkommen, so. Und ich hätte dann hier denselben Bereich in HV, hier denselben Bereich in MV, hier denselben Bereich in LV. Und ich kann ja sagen, okay, wir fangen halt hier ganz normal an. Und zum Beispiel hier, der da, also ich mache wirklich nur bis dahin. Das sind 8. Und die anderen Maschinen gehen auch bis dahin, auch bis 8. Das wäre dann ein fließender Übergang von der einen Stufe in die andere. Warum denke ich gerade so? Ich müsste ja sozusagen jedes Mal umbauen, wenn ich die nächste Stufe kriege. Also das heißt, ich habe hier... Ja, aber das ist... Das wird ja witzig. Ich muss das sowieso dann irgendwann umbauen. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt halt in die nächsten Stufen gehe, ich weiß nicht, wie viele Maschinen das ich brauche. In HV hätte ich gesagt, kann ich alles so weit aufbauen, dass es beständig bleibt. Und ob ich dann jetzt von hier HV auf EV gehe, oder ich kann ja auch jeweils einen eigenen Stromkreis basteln, das werden wir alles noch mitkriegen. Und wisst ihr, was ich vor lauter Blabla vergessen habe zu machen? Ich packe mal schnell hier ein paar Sachen rein. Ich muss mal schnell ins Lager laufen. Denn ich brauche so schnell wie es geht Quarry Stone. Weil wir müssen ja noch das Dach weiterbauen, und habt ihr gesehen, die zwei Stacks, wo ich da mitgebracht habe, das war nicht mal eine Seite. Ich habe noch 46. Und das waren, glaube ich, 4 Stacks, was ich verbraten habe. Fast 4 Stacks.
So, das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier hin. 1, 2, 3, 4. Den Glückwunsch. Dann haue ich die nämlich rein. So, das heißt aber für mich, ich brauche auf jeden Fall 1, 2, 3, ich brauche 4 HV Battery Buffer. Die muss ich jetzt dann als erstes bauen und wir brauchen dann auch noch die Batterien dazu. Da wird es dann Poly drauf gehen. Na holla die Waldfee. Die werden wir jetzt aber noch machen. Wenn ich das Quelle Stone in die Öfen gepresst habe. Dir Gott sei Dank bescheidene Möglichkeiten. Und jetzt wisst ihr auch, warum dass das zweistufig ist. Wie gesagt, es gibt Seiten, wie zum Beispiel hier, da brauche ich keine zwei. Aber es gibt Sachen, da brauche ich welche. Geht nicht anders. So, okay. Also den Bereich hätten wir soweit schon mal fertig. Also, das heißt, wir brauchen jetzt Stainless Steel 8, 16, 24, 32 Stainless Steel. Fangt fast das Wein an, weil das ist richtig, richtig eichviel, was wir jetzt da schon weghauen. Okay, dann brauche ich goldene Kabel. 8 Stück. Und ich brauche 8 Pulli. Und jetzt wisst ihr auch, warum dass ich immer sage, das Wichtigste ist, wir brauchen jetzt dann eine Automatisierung. Weil wie gesagt, wir können, würden wir einfach, okay, ich könnte jetzt Steve Katz einfach sagen, okay, Steve Katz, mach mal bitte Felder und ernte die ab. Könnte ich machen, klar. Bringt mich noch nicht weiter. Also auf jeden Fall an der Stelle nicht, weil wie gesagt, ich habe verlauten lassen, ich muss hier umbauen. Und wie gesagt, ich muss ja auch noch eine Jagdhütte und eine Verarbeitung für die ganzen Felle und hast du nicht gesehen machen. Und früher habe ich natürlich gedacht, das wird alles Oldschool hergestellt. Nein, es wird natürlich nicht nur Oldschool hergestellt, weil wir haben ja einen Schlachthaus, einen Tierpräparator, das wo jetzt sozusagen dann alles ein Bereich ist, der nicht auf den Kopf gefallen ist, sondern der halt es auch so machen kann. Ja, also das heißt, da brauche ich auf jeden Fall auch einen Stromzugang. Und wie gesagt, Küche kriegt auch noch einen Stromzugang. Und ich bin mal gespannt, was ich da hinten noch Stromzugang brauche. Und hier habe ich ja auch schon für mich entschieden, nein, nicht hier. Hier wird ein Solarpark entstehen. Ich hoffe, dass das hier auch noch irgendwann auch noch solarmäßig weitergeht, aber dass ich dann halt das oben auf die Häuser drauf verfrachte und den Strom dann halt auch noch mit einspeise. Aber dann wird es halt noch witziger. Dann geht es mir fast, dann habe ich schon fast Real-Life-Elemente drin, weil dann brauche ich auch intelligente Stromnetze und ich habe das die Befürchtung, GT hat das nicht. Intelligente Stromnetze. Wie viel Gold habe ich eigentlich da oben? 110. Habe jetzt noch genau ein Stack. Ah, das ist Elektrum. Das ist das Falsche. Habe sogar nur noch 46. Herzlichen Glückwunsch. Pack mal bitte Gold in die Wiremill. So, das heißt, ich brauche 8-fach. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Haben wir noch keinen gebaut bis jetzt. Das ist auch neu. So, das heißt jetzt, ich brauche dich, 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 dich.
Ich brauche davon 2 und ich brauche 2 Kisten. Hurra, die Kisten sind alle. Jawohl, High Voltage Battery Buffer, 9 Slots. So, das heißt jetzt, du kommst schon mal weg. Kommst hier hin. Und wisst ihr, was schön ist? Ich brauche jetzt nur noch 4-fach. Flualoy. Das nicht schön. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Weil ich bin, ne? Anstatt zu sagen, dreh den mal so. Nein, ich hüpfe dahinter. Ist so eine kleine Gams und stell mir, und bin dann gefangen. Kommt mir schon vor wie das Huhn. So, okay. Also wir haben jetzt 2, 4, 6 Maschinen. Ich möchte aber auf jeden Fall, also das heißt, ich werde auf jeden Fall 8, ich brauche ein 8er Kabel. So, das ist aber nicht das, was ich brauche. Habe ich eigentlich auch unisoliertes Blualoy Kabel? Ja, habe ich. 1000 Stück, das ist super. Das ist 4-fach. Das heißt, ich brauche jetzt davon einen Stack. Auch ein. Ich brauche davon 7. Hau rein. Brauche ich hier die 24 und sagte dir, hau rein. Also das heißt, wir werden Goldkabel jetzt dann so richtig wegpressen. Die Frage ist jetzt nur gerade, in welcher Reihenfolge fange ich an, was zu bauen? Weil mir fällt gerade ein, wenn ich den, also die 2 an der Wand auf jeden Fall. Und ich hätte gesagt, ich hätte dann als nächstes gesagt, die in der Mitte und den letzten hinten, das wird der letzte. Hm? War doch was. Mir fällt nur gerade ein, dass ich... Jetzt wäre es halt doch cool, wenn der Raum einen größer wäre. Weil da könnte ich hier noch einen in der Mitte freilassen. Mach ich das? Verbreite ich das Gebäude um einen weiteren? Um hier noch einen frei, also noch einen reinzumachen? Das heißt, ich hätte denn die Möglichkeit, dass ich durch die Mitte in der Mitte noch was machen könnte. Also das heißt, Chemical Reactor kriegt zum Beispiel irgendwas zugeführt, automatisch, von unten. Was ich jetzt so nicht machen kann. Weil von unten kommt Strom. Das hätte ich ja dann auch, das drüben hätte ich ja auch noch, also hier hätte ich ja auch auf jeden Fall die Möglichkeit, noch einen breiter zu werden, weil das Borderline ja sozusagen einen davor ist. Das heißt, das wäre noch mit im Chunk. Ich werde es wohl machen müssen. Also das heißt, ja, das bleibt so, aber hier wird es halt ein bisschen kuschelig. Das heißt, wir haben dann hier das die Problematik. Dass wir halt nur noch einen Gang haben, aber geht halt nicht anders. Geht halt nicht anders. Wie gesagt, meine Straßen sind 1, 2, 3, 5, 6. Ja, ich müsste alles verschieben. Also ich müsste dann wirklich hingehen und sagen, okay, pass auf, du hast jetzt hier den Chunk. Den Chunk, der Weg wird jetzt genau mittig.
Aber nein, also, nee. Also, ich bin bekloppt, aber so bekloppt auch wieder nicht. Wobei das die Steigerung schon, glaube ich, von bekloppt wäre. Schlimme ist eigentlich jetzt, dass ich jetzt die nächsten Tage darüber nachdenken werde. Aber nein, weil wenn ich mir jetzt alleine vorstelle, das gesamte Lager, um drei Blöcke einfach nur nach vorne zu verschieben, nur damit der Weg gerade ist und das zieht ja einen kompletten Rattenschwanz nach sich, ne? Also das geht ja heißen. Das sieht ihr mal, ne? Ich denke da wirklich drüber nach. Das DDR heißen, ich müsste jetzt den Weg. Das Lustige ist, ich den sogar hier verlieren. Weil wenn ich den mittig erbauen würde, wäre der hier. Das heißt, ich müsste das Gebäude nach hinten versetzen. Nein, gar nicht mitdenken. Ich kann es ja auch, ich könnte es ja eigentlich auch so machen wie hier. Na, dass ich sogar sage, okay, der Zaun endet mit dem Gebäude. Aber so habe ich halt gesagt, nö, man kann halt auch noch hinterlaufen. Bin nett. Kann man halt einzelne Blümchen setzen oder einen Gehweg basteln. Was auch immer. Schaut auf jeden Fall gerade lustig aus, was ich gerade mache. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Das ist noch viel besser. Das war falsch. So, das heißt, wir haben jetzt das. Das heißt, ich kann den Innenraum. Nein, kann ich nicht. Weil ich jetzt erst das Dach wegmachen muss. Das heißt, die Dachbeleuchtung muss dann auch nochmal geändert werden. Bin hellauf begeistert von mir. Ja, alles Rattenschwänze, was da nachkommt. Wenn es jetzt ganz blöd läuft, reicht es nicht für die Beleuchtung vom gesamten Dach, dann wäre ich total glücklich. Ja, bis jetzt schaut es gut aus. Okay, also. Dachbeleuchtung steht auch. Da drin ist die Beleuchtung jetzt halt total falsch, aber Schlimme ist, dass der Boden auch raus muss. Könnte das ja mal abreißen. Könnte ich an der Wand besser entlang latschen. Und das Zeug raushauen, weil dann kann ich das nämlich auf einen Schwung machen. Bin halt jetzt auch gerade beim Überlegen. Der da versorgt den da. Wie gesagt, das da kann auch weg. Das mache ich auch mal weg. Dann würde das heißen, du kommst dahin. Dahin.
Dann könnte ich hier noch eine Maschine hinstellen und eventuell hier noch eine Maschine hinstellen. Ja, dann hätte ich jetzt in der Mitte sozusagen Luft und ich könnte die und die Maschine zum Beispiel, ich könnte jetzt da Oxy zum Beispiel hinmachen, da könnte zum Beispiel da an der Arc Furnace und hast du nicht gesehen, damit arbeiten. Genau. So, und auf der Seite könnte ich zum Beispiel Wasser hochkommen lassen und könnte sagen, okay, ich stelle da einen Mixer hin. Und ja, und da hinten, genau. Und hätte zum Beispiel keinen Wasseranschluss, den wo ich dann von unten noch nach hinten anschließen könnte und könnte hinten mit Kisten arbeiten. Schau mal. So. Dann heißt es jetzt für mich, ich habe auf jeden Fall dann. Den Bereich auch. Oh, das ist aber leider ein gesamter Stein weg. Aber ich glaube, die zwei kann ich mir hier noch entbehren. Kommst du dahin? Und für ich 2, 4, 6, 2. Okay, ich könnte hier eine Maschine noch mehr hinmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hätte hier 8 Maschinen so aufgebaut. Wie, außer wie gesagt, ich sage nee, ich mache den dahin, dann natürlich nicht. Hätte halt eine einheitliche Linie. Hätte da hinten aber auch. Ist egal. Ich werde es, glaube ich, so lassen. Genau, kommst du dahin. Perfekt. So, dann habe ich jetzt das HV-Maschinen-Casing. Das andere habe ich schon einstecken, aber die Kisten habe ich noch nicht, ne? Na, aber holla die Waldfee, ich freue mich ja schon wie Bolle, dass mir auch was sind das jetzt eigentlich? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wie gesagt, ich könnte jetzt natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich mache da jetzt einen einzigen rein. Oder sie gerade zwei. Ja, okay, brauche ich sowieso. Ich könnte es natürlich auch machen, sagen, okay, ich mache das jetzt hier und hier weg. Wenn. Wenn ich jetzt natürlich den nochmal eine nach vorne ziehen würde. Jetzt muss ich schnell nochmal was ausmessen. Also von hier bis hier sind es 11. Und von hier. Bis hier sind es auch 11. Regnet schon wieder. Merkt das? Vierte Mal oder das fünfte Mal, dass es das Regnen anfängt. Das habe ich noch nie gemerkt. Und glaubt mir, ich bin da schon ein paar Tage drauf. Beziehungsweise 36 Jahre und 186 Tage, Minecraft-Tage. Gott, 36 Jahre. Das haut mich jetzt gerade aus dem Sockel. Ja, also das heißt, ich könnte es vorne so lassen. Ich lasse es vorne so. Ja, müsste ich jetzt aber das halt einen nach vorne ziehen. Was ist jetzt gerade mein Denken? Momentan sind hier angeschlossen zwei, ja, ganz hervorragend, Track. 2, 4, 6 Maschinen.
könntest natürlich noch hingehen und sagen, okay, wenn ich jetzt den um einen verlängere, also ich mache das Ding hier hin. Dann hätte ich ja sozusagen hier nochmal Platz, um noch eine weitere dran zu hängen. Das heißt, ich hätte jetzt dann hier einen, dann hätte ich 7 Maschinen, dann hätte ich einen. Dann hätte ich 2, 4, 6, 7 Maschinen. Ist egal, dass ich ein bisschen mehr Verlust hätte. Hätte ich hier einen, hätte 2, 4, 6, 8. Das heißt, 7 plus Battery Ding sind es 8. 7 plus Battery sind es 8. Und hier hätte ich dann 8. Und dann könnte ich dann hier hingehen und sagen, okay, ich baue hier einen rein. Da baue ich dann einen 12er rein. Und genau. Und den hier baue ich nach hinten. So, wie gesagt, und den da könnte ich dann mitnehmen in die Erzverarbeitung. Weil ich brauche, also ich habe auf jeden Fall 4 Maseratoren. Die laufen müssen. Ne, ich habe 3 Maseratoren. Und hätte aber noch einen EBF und ein, 2 EBFs. Oder 4 EBFs am Laufen. Kann ich alles über einen einzigen steuern. Wird interessant. Das heißt, ich räume dich mal weg. Das heißt, wir bauen dann demnächst nochmal einen. Das wird dann ein 12er. Ja, oder ein 16er sogar. Das muss man mal gucken, weil... Wenn ich es natürlich nach vorne ziehe. Oh Wunder. Wenn es natürlich auch hier mehr. 2, 4, 6, 12, 13, 14. Ja, und dann könnte ich hier einen 16er reinbauen. Jetzt muss ich nochmal schnell was gucken. So, und zwar ein Charger zum Laden. Ultimate Voltage Locker. Doors and Recharges Armor. Habe ich denn da gerade Schönes entdeckt? Das Ding muss ich mir mal angucken. Medium Voltage Battery Buffer. Mit 4 Slots. Nice. Was kannst denn du? Stores and Recharges Armor. Ah. Also das heißt, ich kann da drin meine Sachen laden. Doch, das ist schon genau das, was ich gesucht habe. Das könnte ich da als letzte Maschine hinsetzen. Wenn wir unseren dann unser Nanostyle und so weiter haben, könnte ich den hier mit laden. Und den brauche ich in jedem Raum, weil ich habe LV, MV, HV. Und whatever. Ja, ja. Aber wie gesagt, und dann kommt jetzt hier dann ein 16er hin. Das heißt, der Weg kommt auf jeden Fall dann doch nicht daher. Heißt es dann für mich, der Weg kommt hier hin. Ja. Sieht gut aus. Und dann mache ich dich auch noch weg. Und dann geht der Weg nämlich durch. Genau, und dann mache ich den sogar bis zur Wand. Dass man nicht auf blöde Gedanken kommt.
Und die zwei, weil ich noch übrig habe, kommen dahin. Ja. Genau. Und. Ich könnte jetzt sogar noch so lustig sein und sagen, okay, ich habe ja noch zwei übrig. Ich baue da auch noch was hin. Vielleicht sogar hier die Charger, dass ich sogar zwei habe. Ja, dass das dann so geht. So nach vorne und das halt alles lädt. Ja, aber wir werden sehen. Das wird noch hochinteressant in diesem Raum. Und was hier am meisten interessant wird, ist, die Kreuze wegzukriegen. Weg. Wir wollen hier keine Kreuze haben. Nicht in diesem Gebäude. Nicht, dass da ein Feuercreeper spawnt und ich danach meine Maschinen von der Wand kratzen kann. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht, haben wir nicht. Okay, das heißt, wir werden das dann mal beim nächsten Mal, weil wir haben schon wieder die Stunde übertroffen. Ich bin hellauf begeistert. Apropos Item Output. So, das sind auch wieder Vierer. Auch rein. Genau, dann werden wir die nämlich jetzt beim nächsten Mal dann da weitermachen. Und dann werde ich. Ja, und ich werde es auch anders machen. Ich habe ja zuerst gesagt, wir machen hier HV. Und dann nächste Stufe, vermutlich IV. Moment. HV, EV. E. E kommt vor I. Einfach merken. Kleine Eselsbrücke für mich selber. Gespannt, ob ich mir das bis zum nächsten Mal merken kann. Ne, und dann machen wir da vorne das so. MV. IV. Das heißt, ich kann eine HV dann runterchargen, also runterdrosseln auf MV und gehe dann nach hinten in LV über. Ja, das hört sich gut an, ne? Werden wir auch tun. Und es ist Nacht. Und ich höre Regen. Das heißt, ich lege mich hin und für euch gibt es dann nur noch zu tun. Wenn ihr Fragen, Kommentare habt, genau. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder irgendwas anders habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr die Folge toll gefunden habt oder sagt, nein, wir möchten dich unterstützen, dass du im Algorithmus nach oben kommst, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann gibt es noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.